nachdem ich aufgefordert wurde, vielleicht etwas unverfängliche Stellen zu lesen, habe ich mich für mein erstes Buch entschieden, weil bei meinem zweiten finde ich nicht viele unverfängliche Stellen. Das ist immer so. Und im Dunkeln im Biskut munkeln habe ich mich deshalb entschieden, weil ich da so ein bisschen reinlesen kann, wo es dann ernster wird und oder spannender wird. Und, aber ohne, dass ich schon zu viel Worte im Mund nehmen muss. Und in der Geschichte, da wollte ich so eine Land-Location haben und habe mich für einen Heustadel entschieden. Und Sabrina, so habe ich meine Protagonistin genannt, die fährt also zu ihrer Cousine aufs Land, wo sie aber auch ursprünglich selber herkommt. Und hofft, dass sie dort ihren großen Jugendschwarm, Teenie-Schwarm sieht, weil dort ist ein Dorffest angesagt. Und Hannes heißt das Opfer, also der Mann, der sie also sie hofft halt dort Hannes zu treffen, mit ihrer Cousine ist sie dort, habe ich schon gesagt, und trifft noch ein paar Jugendfreunde. Und ich steige jetzt also da ein, wo sie den Hannes schon kennengelernt hat. Aber er weiß nicht, wer sie ist, obwohl sie im gleichen Dorf aufgewachsen sind, weil sie sich sehr positiv verändert hat. Sie hat die Zahnspange getragen, Brille, war also für ihn völlig uninteressant gewesen früher. Und er hat schneller die Damen gewechselt als die Hemden. Naja, und jetzt treffen sie sich. Ich habe dich hier noch nie gesehen, bemerkte Hannes. Dabei streichelte er leicht ihren Handrücken und ihr lief es heiß über den Körper, als sie in seinem Blick gefangen war. Wie kommt das? Fragte er weiter. Sabrina musste sich zwingen, dem Gespräch zu folgen, so betört war sie von ihm. Nun lächelte sie ihn kurz an. Wir kennen uns schon lange. Das glaube ich nicht. Eine wie dich würde ich nicht vergessen. Eine wie sie? Was war das für ein blöder Schobi-Spruch? Du scheinst ein ganz schöner Casanova zu sein. Sie lächelte ihn herausfordernd an. Nein, aber eine Frau, die so umwerfend aussieht, die würde keiner je vergessen. Na, dann würde sie ihn doch einfach mal aufklären und dabei zusehen, wie seine Kinnlade einige Zentimeter tiefer sank. Sabrina, klingt's da bei dir? Jetzt hatte er etwas zu knappern, denn in Gedanken würde er wohl all seine Verflossenen durchgehen. Verständnislos sah er sie an. Wir kennen uns sicher nicht. Sabrina ließ sich Zeit mit der Antwort. Ich war mit deiner Schwester Katrin in einer Klasse und außerdem kommen wir beide aus dem gleichen Dorf. Da sollte man meinen, dass du mich kennen würdest. Er sah sie verständnislos an. Sabrina, aber es gab nur eine Sabrina in ihrer Klasse. Und? Nein, niemals, das kannst du nicht gewesen sein. Sein Gesicht sah dabei nicht gerade aus, als hätte er einen hohen IQ. Sabrina nickte leicht. Doch, das war ich. Hannes schüttelte den Kopf, so als müsste er sich gewaltsam zwingen, beide Informationen miteinander zu verbinden. Also, das gibt's einfach nicht. Du siehst super aus. Das war Balsam für ihre Seele und mehr, als sie je gedacht hatte. Danke, erwiderte sie hocherfreut. Die nächsten Stunden flirteten sie auf Teufel komm raus. Die Zeit verflog viel zu schnell und schließlich stellte er die Frage, auf die sie spekuliert hatte. Weißt du, ich würde dir gerne unsere Scheune zeigen. Sehr viel Doppeldeutigkeit lag in seinen Worten. Du weißt hoffentlich noch, wo sie ist. Klar, lachte Sabrina. Geh du voraus, damit es nicht auffällt und ich folge dir in einer Viertelstunde, sagte Hannes. Du bist mir vielleicht einer. Und was soll ich so lange tun, hauchte sie ihm verführerisch ins Ohr, während ich auf dich warte? Er strich ihr kurz über den Po, bevor er antwortete und ihr dabei tief in die Augen blickte. Glaub mir, das Warten wird sich lohnen. Nach diesem blöden Spruch sollte sie eigentlich ablehnen, aber sie wollte endlich ihre Träume in Realität verwandeln. Vielleicht konnte sie ihn danach endlich vergessen. Oder wer weiß. Als Sabrina die 100 Meter zur Scheune seiner Eltern schlich, begegneten ihr einige Betrunkene, die sich morgen bestimmt nicht mehr an sie erinnern würden, hoffte Sabrina.
bevor sie aufgebrochen war, hatte sie Cornelia noch zugeflüstert, dass sie verschwinden würde und erst in einigen Stunden wieder da wäre. Das kam Cornelia sehr gelegen, denn sie wollte so lange wie möglich mit Christoph zusammen sein. Sabrina hatte gesehen, wie sich Cornelia und Christoph geküsst hatten. Cornelias Augen hatten geglänzt und das war nicht allein vom Küssen gekommen, sondern auch vom Bier, dem sie erheblich zugesprochen hatte. Sabrina hatte nicht viel Alkohol getrunken. Schließlich wollte sie das sexuelle Abenteuer mit Hannes nüchtern erleben. Wollte seine Hände ohne den verzerrenden Spiegel des Alkoholnebels spüren. Wenn sie nur daran dachte, dass sich in Kürze seine Hände mit ihrem Körper beschäftigen würden, wurde ihr ganz schwindelig vor Erwartung. Gewartet hatte sie ihr halbes Leben auf diesen Augenblick. Und gleich würde er Wirklichkeit werden. Keine sinnlosen Träume mehr und die Frage, was wäre wenn, gleich würden sich ihre Träume mit der Realität messen können. In der Scheune war es so dunkel, dass man nichts sah außer tiefer Schwärze. Sabrina roch den lieblichen Duft des frisch eingefahrenen Heus und machte es sich vorsichtshalber hinter einem kleinen Heuberg gemütlich, damit man sie nicht entdecken würde, falls seine Eltern ausnahmsweise mitten in der Nacht auf die Idee kämen, hier herein zu platzen. Eigentlich unmöglich, aber der Teufel war ein Eichhörnchen. Die Band spielte die letzte Runde und Musikfetzen wurden zu ihr herübergetragen. Sie hörte die Grillen zirpen und die Frösche quaken, die sich um den Dorfteich tummelten. Wie sie diese Geräusche vermisst hatte. Wie ein Ohrenschmaus erklangen die Töne, harmonisch und unendlich friedlich. Als plötzlich die Tür an Spaltbreit geöffnet wurde, klopfte ihr das Herz so laut in der Brust, dass man hätte meinen können, jeder, der zufällig vorbeiginge, müsse es hören. Sie konnte lediglich die Umrisse eines Mannes in der Tür ausmachen und als das Tor geschlossen wurde, herrschte wieder stockfinstere Nacht. Nur das Rascheln vom Heu war zu hören, bei jedem vorsichtigen Schritt. Er war da. Kurz legte sie ihre Hand aufs Herz, denn es fühlte sich an, als wolle es gleich aus ihrer Brust springen. Plötzlich erklang ein Flüstern. Hallo, hier, erwiderte sie leise. Es raschelte und er kam näher, noch näher. Ihr Körper war ein einzig elektronisch geladenes Teilchen. Alles vibrierte, wartete. Das Rascheln war jetzt ganz in ihrer Nähe. Hier bin ich, flüsterte sie und stand auf. Da spürte sie eine Hand auf ihrem Arm. Beide tasteten sich vor und fanden sich schließlich in einer Umarmung wieder. Dann hob eine Hand ihr Kinn leicht an und warme, weiche Lippen legten sich auf die ihren. Seine Hände umfingen ihren Körper, während sie an seinen köstlichen Lippen saugte, vorsichtig die Zunge zwischen diese schob und ihn kostete. So gern hätte sie ihn gesehen, was er mit ihr machte und wie sein Körper im Liebesakt mitging. Immerhin hatte sich sein Gesicht und seine Figur in ihr Gedächtnis eingebrannt und jetzt war alles auf ein Fummeln reduziert. Alle Tastsinne wurden angesprochen. Ein Heuhahn kratzte sie am Knöchel. Er roch leicht nach Bier und Mann. Sabrina wollte seine Haut spüren und fuhr mit ihren Händen unter sein T-Shirt. Wie toll sich sein Körper unter ihren Händen anfühlte und wie seine verführerische Zunge sie reizte. Fast rangelten ihre Zungen miteinander, scherzten und herzten sich. Am Rand nahm sie wahr, wie zwei Betrunkene draußen vorbeitorkelten. Seine Hände legten sich unter ihren Po, zogen sie heran. Er rieb sich lustvoll an ihr, er küsste. Viel besser als in ihren Fantasien. Die Realität war um Welten schöner. Er kostete sie tief, knapperte dann zwischendurch an ihrer Unterlippe, ehe er wieder ihren Mund ausfüllte, ihn neckte und eroberte. Und als sich seine Hände unter dem dünnen Stoff ihres Oberteils schoben, spürte sie, wie sich die feinen Härchen auf ihrem Körper aufstellten. Mit einer Hand hielt er ihren Po fest, mit der anderen erkundete er vorne ihre weiblichen Rundungen. Ihre Sinne waren berauscht und sie genoss diesen Taumel, der in ihrem Kopf herrschte. Das Heu roch so gut, am liebsten hätte sie sich hineinfallen lassen. Es war eine laue Spätsommernacht und inzwischen war ihr entschieden zu heiß. Sie nahm seine Hand von ihrer Brust und führte sie nach unten. Später, flüsterte er an ihrem Mund und schon ließ er von ihren Lippen ab
und zog eine Spur zu ihrer Brust.